Ja, vielleicht haben wir noch Möglichkeit, so ein paar allgemeine Fragen zu diskutieren. Falls die im Laufe des Tages hier entstanden sind, dann lade ich Sie alle gerne ein, diese zu stellen. Wenn dem nicht so sein ist, denke ich, Friedrich. Eine Frage im Zusammenhang mit der Schweizer Biografie, anknüpfend an deinen Vortrag. Über einen Punkt war ich doch erstaunt. Warum braucht die PTR keinen Justiziar? Hat die nicht dauernd mit Patenten, mit rechtlichen Fragen zu tun, Eichrecht, Gesetzgebung? Das sind doch alles Fragen, wo man eigentlich juristischen Sachverstand nicht nur brauchen kann, sondern zwingend benötigt. Also von daher, das ist eine Frage an die PTR gewissermaßen. Heute vermute ich, dass das ganz anders sein wird, aber da war ich schon ziemlich verblüfft, dass Stark sagt, eigentlich brauchen wir keinen juristischen Sachverstand. Ja, das ist wahrscheinlich Teil des Selbstverständnisses gewesen. es gab ja auch sozusagen eine Trennung, nicht? Diese starken gesetzgebenden und meteorologischen Sachen waren ja in der Abteilung 1, die ehemalige Normal-Eichholz-Kommission und die Reichsanstalt für Maße und Gewichte, übrigens hier das Haus links, da war das. Dann wurde es vereinigt. Aber auch in der Abteilung 1, ich kenne niemanden, der da, also aus dem Stellenbeschreibung, der da ausgesprochener Jurist war. Es gab in der Verwaltung natürlich Leute. Ich denke mal, die juristischen Sachen wurden im Ministerium erledigt. Also ist heute etwas anders, nicht? Also hier könnte der Chef da deutlich kompetenter beantworten als ich. Aber damals war das sozusagen noch im Selbstverständnis, dass man zunächst erstmal die grundlegenden Sachen hier erledigte und dann die juristische Kodifizierung, die wurde dann ich weiß nicht wo, entweder im Ministerium oder auch im Reichstag gemacht. Nicht? Also die Gesetze wurden ja vom Reichstag verabschiedet. Erstaunlich. Aber wie gesagt, es gibt immer wieder, also wir brauchen den nicht. Und diese Sache, die ja da, klingt ja aus heutiger Sicht sehr plausibel. Nicht? Also die hat er sozusagen an der Bürokratie vorbeigeschrieben, würde ich sagen. Ja. Ich würde gern die Frage von dem Herrn Wolf vorhin nochmal aufgreifen, ob es denn in der Nachkriegszeit oder jetzt in den letzten 30 Jahren irgendwie Reparationsleistungen von der PTB gegenüber den vertriebenen und ermordeten ehemaligen Angehörigen der PTR gab oder gibt oder Pläne dazu. Also bevor ich Herrn Wolf, ich noch mal was sagen. Die Zahlungen sozusagen erfolgten nicht durch die PTB, sondern es war das Wiedergutmachungsgesetz. Und das ist eine Sache, da kam jetzt Corona dazwischen. Ich wollte mir die Wiedergutmachungsakten von den Leuten, die ich kannte, vorlegen lassen. Hier in Berlin gibt es, aber das wird noch nach, also für, zumindest für meinen Vortrag, noch nach geleistet. Die Frage ist an sich, wie hat sich die PTB eben zu ihren Immigranten gestellt. Und das ist sozusagen noch ein Feld, das bisher nicht systematisch untersucht wurde. Es kann sein, es gibt ja jetzt durch das Wirtschaftsministerium ein Großprojekt, sage ich mal, wo die nachgeordneten Behörden vom Wirtschaftsministerium, also Reichsanstalt, BAM und für Geologie, wie heißt das? Für ja, und da gibt es dann Untersuchungen sowohl zur Zeit im Dritten Reich als auch danach. Und da wird sicherlich diese Frage sehr behandelt. In meinem Vortrag haben Sie ja gesehen, die Todesanzeige von Djurbek, nicht, der rausgeflogen ist und dann wieder kommt, da steht nur drin,
ab 1954, bis 1954 konnte er wieder als Sektions, kein Wort. Nicht? Und so war es auch, die PdB, kann man so sagen, also aus meinem Erkenntnis, also aus meinem Wissen, hat zwar zu Einsteins Geburtstag und zwar auch bei anderen Prominenten durchaus noch versucht, also Glückwünsche gesetzt, aber es war alles sehr anonym und die, wie es ja vielfach in der Auseinandersetzung oder Erinnerung mit dem Dritten Reich war, das war sozusagen eine Leerstelle, die hat man im Grunde nicht benannt oder tabuisiert. Aber ich habe jetzt hier vielleicht... Gut. Ja, im Grunde habe ich auch nichts weiter hinzuzufügen, außer das ist natürlich genau das Wichtige, dass man das aufarbeitet. Wir haben versucht, das relativ früh anzugehen. Wir sind auch Herrn Hoffmann da sehr dankbar, weil er sich da auch sehr intensiv und mit einem hohen Detailgrad drum gekümmert hat. Und wie immer ist es natürlich ein hierarchischer Prozess, der beim Wirtschaftsministerium, dem wir jetzt zugeordnet sind, beginnt. Und wie wir jetzt auch bei vielen anderen bürokratischen Vorgängen gehört haben, ist das auch nicht unbedingt schneller geworden. Herr Simon? Ich nehme den hier. Ne? Wir haben ja das Ganze heute live übertragen bei YouTube und es gab dann auch ein paar wenige Fragen, die jetzt gestellt wurden und vielleicht könnten Sie dazu was sagen oder die anwesenden Vortragenden. Die eine ist ganz leicht, die geht an Sie, Herr Hoffmann. Es wird gefragt, ob man die Vorträge, die heute hier gehalten wurden, auch in irgendeiner Form nachlesen könnte später einmal. Vielleicht könnten Sie ganz kurz. Wir haben vor, die zu publizieren als ein Sonderheft der PdB-Mitteilung, wo Simon sozusagen in die Koordination, also das wird es geben. Und aber auch diese YouTube-Sachen, die stehen ja im Netz. Nicht? Also genau, sämtliche Vorträge heute werden einzeln auch als Einzelvorträge jeweils auf unserem YouTube-Kanal zu finden sein. Es dauert jetzt vielleicht noch ein paar Tage, weil wir werden jeweils einen kleinen Vorspann, einen kleinen Abspann spendieren. Aber in ein paar Tagen wird man alle Vorträge halt auch dauerhaft auf unserem YouTube-Kanal finden. Also soweit dazu. Noch eine zweite Frage, die gestellt wurde, die ist vielleicht, hier fragt jemand, weiß man, ob Kolleginnen und Kollegen aus der Reichsanstalt in Konzentrationslagern zu Tode gekommen sind? Nee, also ich kenne kein Beispiel. Also, ja, das waren die beiden, die ich jetzt hier vorlesen könnte. Gut. Ich hätte jetzt vielleicht nochmal so eine Art Abschlussfrage für sozusagen das, was noch zu tun ist. Und geht also ich vor allen Dingen an dich sozusagen, Michael, als Spezialist sozusagen für die Universitäten. Wir hatten darüber schon mal kurz diskutiert, aber wie siehst du die Vergleichbarkeit? Nicht? Unsere Beispiele, also zum Beispiel das, was Stefan gemacht hat über die Stipendiaten oder was ich auch jetzt für den sozusagen, ich sage es jetzt mal, nicht akademischen Bereich, das geht ja im Grunde tiefer als sozusagen eure Samples. Und wie würde da sozusagen dein methodischer Vergleich ausfallen sozusagen? Wie ist die Vergleichbarkeit? Nicht? Ja, die direkten Zahlen lassen sich natürlich nicht vergleichen. Für unser Projekt wäre das völlig undenkbar gewesen, mit den Ressourcen, die wir zur Verfügung haben, auch das gesamte nicht wissenschaftliche Personal einzubeziehen. Wir wären in der Regel scheitert man bei den Universitäten schon, wenn man versucht, die Assistenten sich näher anzuschauen, weil in vielen Fällen überhaupt keine Personalakten existieren. Also in unserem Projekt gab es gar keine Möglichkeit, so tief zu gehen, wie das hier im Falle der PTR und zurzeit geschieht. Die Vergleichbarkeit ist aber trotzdem natürlich gegeben, wenn man sozusagen das wissenschaftliche Personal der Universitäten, das wir untersuchen, mit dem wissenschaftlichen Personal der PTR vergleicht. Und dann sieht man, dass die Verlustquote, die Entlassungsquote im Bereich der PTR sehr viel geringer ist.
als an den meisten Universitäten oder an praktisch allen Universitäten, obwohl wir wissen, auch aus dem Vortrag von Herrn Wolf, dass unter den Physikern der damaligen Zeit sehr viele waren, die Juden oder jüdischer Herkunft gewesen sind. Daraus würde ich schließen, in Anlehnung an meinen Vortrag, dass wir es hier mit einer Institution zu tun haben, die vor 1933 bereits sehr zurückhaltend war, wenn es darum ging, Personen jüdischer Herkunft in das wissenschaftliche Personal aufzunehmen, um es sozusagen sehr vorsichtig zu formulieren. Du hattest selbst auch gesagt, das ist ja ein konservatives Beamtenmilieu gewesen. Also konservatives Beamtenmilieu sind die Ordinarien ja auch an den Universitäten. Also das ging schon noch ein bisschen weiter, denke ich, hier an der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt. Ich würde schon darauf hin, das deutet schon darauf hin, dass hier eine antisemitische Grundstimmung vermutlich vorhanden gewesen ist, die stärker war als an den meisten Universitäten. Aber das ist ja auch eine Frage. Nicht? Also, sicherlich sind die Professoren auch ein konservatives Beamtenmilieu, aber sie sind natürlich nicht als solches institutionalisiert mit allen bürokratischen Zwängen und auch Rekrutierungswegen. Ich denke, das ist sozusagen, aber ich kann es nicht sagen. Und nochmal eine Bemerkung, also auch in meiner Studie sind im Grunde die Zahlen über den nicht-akademischen Bereich, also ich bin da sehr, also kaum belastbar, weil das sind alles, dazu findet man auch keine Personalakten im Grunde. Nicht? Also auch die Personalakten von der Reichsanstalt, die sind nicht geschlossen geführt. Nicht? Man hat im REM, die Bestände kennst du auch, hat man welche, welche drin und welche nicht. Und also bin da auch sehr unsicher, das habe ich ja gesagt, nicht bei den nicht-akademischen, weil das im Grunde in hohem Maße Zufallsfunde sind. Nicht? Also alle meine Sachen habe ich durch Zufall mehr oder weniger die Anstöße bekommen. Und genauso unübersichtlich, das hat also Herr Stephans Vortrag sehr gut gezeigt, ist eben auch die Unübersicht bei den Stipendiaten. Nicht? Da sind teilweise, da weiß man gar nicht genau, was das für Stipendiaten war. Also teilweise vermute auch dann viel auch mit eigenem Geld. Und das Problem ist zumindest für mich, in dem großen MPG-Projekt ist dieser Bereich auch total weggelassen worden. Nicht? Es gibt einige Beispiele, wo man sagt, also Prominente, nicht? Also die Tochter von dem Sakur, nicht? Oder die Mathilde Herz, nicht? Aber das sind prominente Namen und prominente Schicksale. Aber ansonsten wurde kaum, glaube ich, also wie ich das, schade, dass der Rüdiger Hartmann sozusagen heute nicht kommen konnte, mit ihm das nochmal zu diskutieren, nicht? Wie der Zugriff auf die PTB als, war ja auch eine Behörde, die MPG war auch eine Behörde, die auch einen großen Verwaltungsapparat hatte. Das ist natürlich in vielen Fällen einfach Zufall, welche Personalakten erhalten sind und welche durch Kriegseinwirkungen zerstört worden sind. Ja. Man könnte, wenn du meinst, dass eventuell da noch mehr Personen existieren, die verfolgt wurden, könnte man auch versuchen, zum Beispiel über Wiedergutmachungsakten eventuell noch zusätzliche Fälle zu finden und dann würde sich das Bild möglicherweise noch verändern. Ja, das ist sozusagen meine Hoffnung noch, nicht? Bloß, das ist so eine Sisyphusarbeit, nicht? Also ich soll ja die Geschichte der PTB machen und da muss ich mir überlegen, was man da noch rein. Also erstmal habe ich nicht das ewige Leben und ich will auch als Rentner nicht 24 Stunden arbeiten. Okay, aber das vielleicht jetzt für die Herren da hinten schon. Okay, so, dann würde ich sozusagen, achso, Friedrich hat nochmal. Ja. Vielleicht ein kleiner Hinweis, wenn du noch vorhattest, die Wiedergutmachungsakten doch jedenfalls mal anzuschauen. Ich weiß nicht, ob es allgemein bekannt ist, da gibt es vielleicht doch einen schönen Vergleichspunkt. Ich glaube, ich spreche laut genug. Es gibt vielleicht doch einen ganz schönen Vergleichspunkt. Wir haben hier im Raum jemanden, die hat über die, Frau Marianne Horstkemper hat über die Wiedergutmachungspraxis an der TU, der Wiedereröffnung der TH, ein ganzes Buch geschrieben, was vor wenigen Tagen bei mir auf dem Schreibtisch gelandet ist. Mhm. Und da gibt es sowohl methodisch als vermutlich auch inhaltlich, also die paar Dinge, die jetzt genannt wurden, diese
Zurückhaltung etc. ist überhaupt gar nichts Unbekanntes. Ich glaube, das ist flächendeckend. Das kann man jedenfalls, glaube ich, aus der Studie sehr deutlich sehen. Ja, also von daher, ich wollte nur darauf hinweisen, es gibt vielleicht interessante Vergleichspunkte next door sozusagen. Okay. Wie heißt das Buch? Ja, nachdem ich gerade schon angesprochen worden bin, wollte ich gerade noch mal auch was Inhaltliches sagen. Danach verraten wir dann gleich auch den Titel. Ich denke, das sind zwei Sachen. Das Wichtige, was mir am Herzen liegt, ist eigentlich, dass man mal unabhängig von ganz klaren Zahlen zunächst mal festhält, diesen Selektionseffekt, den halte ich wirklich für ausgesprochen wichtig, dass die enge Bindung an Herrscherhäuser, an Community-Eigenheiten, dass man da nochmal drauf achtet und immer auch guckt, was war vorher. Also wo sind eben schon keine Juden mehr eingestellt worden aufgrund langer Traditionen. Das ist das eine. Und zum Zweiten denke ich mir, dass sich schon über Wiedergutmachungsakten zum Beispiel auch noch was auftun könnte, wenn man hier einfach mal nur die Berliner Akten sichten würde zu den Eintragungen der Wiedergutmachungsverfahren. Das wäre schon ein allererster Schritt. Diese Idee ist gerade in meinem Kopf auch entstanden. Vielleicht reden wir da nochmal drüber. Und als allerletztes ein Buch, was ich über die TU Berlin geschrieben habe, da habe ich sämtliche Wiedergutmachungsverfahren gesichtet, die überhaupt da gelaufen sind. Ich habe mich dann aber auch wieder genau, wie Michael Grüttner auch, nur auf die Professorenstellen konzentriert. Es gibt durchaus einen Hinweis darauf, dass wenn man auch das technische und Verwaltungspersonal mit einbezogen hätte, hätte man deutliche Verschiebungen erfunden. Es waren nicht nur rassisch Verfolgte, vor allen Dingen immer auch in dem technischen und Verwaltungspersonal. Da erhöhen sich die Zahlen auch nochmal. Also wir haben es hier jetzt ja nur auf die jüdische Bevölkerung konzentriert. Gut, und der Titel meines Buches heißt Zwischen Aufbruch und, er fällt mir jetzt gerade wirklich nicht ein, aber ich werde ihn mitteilen und das darf dann auch mit in die Dokumentation. Okay, ja, schönen Dank. Denke, dass darf ich Ihnen das Mikro gerade nochmal zurückbringen? Denke, da mit wären wir auch jetzt langsam am Ende, wenn ich noch spezielle Fragen sind, dann danke ich ganz herzlich fürs Kommen. Ich denke, es hat sich gelohnt. Ich habe sozusagen den Kollegen von der BTB zu danken. Erstens, dass sie uns hier so komfortabel behaust und ernährt haben. Vor allem Herrn Ansia Schäfter, dass sie auch die Zeit genommen haben, hier einen ganzen Arbeitstag sozusagen der Geschichte zu widmen. Ich denke, das ist auch ein Zeichen, dass die BTB sich sozusagen ihrer Verantwortung durchaus bewusst ist und auch dafür was tut. Nicht nur symbolisch, kann ich mal jetzt sagen. Und ich denke, man wird sich wiedersehen. In dem Sinne, alles Gute, guten Nachhauseweg und ja, ich schließe mich den Dankesworten an und danke ganz besonders den Leuten im Hintergrund der Technik, die, glaube ich, sehr, sehr gut funktioniert hat und auch die Übertragung ins Internet bereitgestellt wurde. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass es nicht nur dem wichtigen Kreis hier, sondern auch außerhalb und dass es auch gut dokumentiert wird, damit gezeigt wird. Also da recht herzlichen Dank und dann nochmal recht herzlichen Dank an Frau Henkel, die auch nochmal ein bisschen mehr im Hintergrund die ganze Organisation, die jetzt in Corona-Zeiten nicht ganz so einfach ist, übernommen hat. Ja, recht herzlichen Dank.